Hallo und grüß euch. Heute bin ich zu Besuch bei einer Züchterkollegin, die hat wahnsinnig entzückende beige-champagnerfärbige Maltipoo. Und ich zeige euch da den ganzen Wurf, obwohl macht euch keine Hoffnungen, die sind alle vergeben. Aber die neuen Besitzer wollen natürlich auch sehen, wie es ihren Schnuckerlchens geht. Da habe ich jetzt in meiner Hand eine Hündin und da lesen wir kurz die Chipnummer ab, wenn wir sie finden. Extra ein neues Gerät gekauft und dann bieps, bieps, bieps. Aber jetzt, die Endnummer ist hinten 752. Die Chipnummern sind immer 15-stellig. Das ist international, wird jede Nummer nur einmal vergeben. Da gibt es kein Verwechseln. Und dieses kleine Schätzchen war die erste Hündin in unserer Gruppe. Als nächstes halt in der Hand ihren Bruder. Da ist es ein bisschen schneller gegangen, der hat hinten 753. Manchmal wird beim Tierarzt gechippt nach der Reihe und manchmal werden aber auch die Chipnummern ganz durcheinander sortiert, damit es keine Verwechslung gibt und je nachdem, wie es sich immer so ausgeht, mit den Chip-Chargen. Die Welpen sind jetzt bald im Abgabealter und werden zu Jahresbeginn abgeholt und können übersiedeln zu den neuen Besitzern. Das sind jetzt nur Halbgeschwister, die haben denselben Papa. Das ist ein Zwergpudelrüde in Champagnerfarbe. Und die Hunde sind natürlich deswegen alle so beige und champagnerfärbig, weil wenn ein Elternteil ein weißer Malteser ist und der zweite Elternteil ein beige champagnerfärbiger Zwergpudel, sind eigentlich keine anderen Farben möglich. Es sei denn, der Zwergpudel würde von anderen Farben abstammen, aber meistens muss man das erwarten, wie die Eltern sind. Bei dem schauen wir auch. Der hat die Chipnummer hinten 546 und das ist der kleinste im Wurf, der putzigste, aber der bleibt eh noch bis Februar bei der Züchterin, also hat er auch noch ein bisschen Zeit zum Wachsen. Sein Bruder ist schon getauft. Nicht jeder Welpe hat schon einen Namen, weil manchmal können sich die neuen Besitzer nicht wirklich durchringen und entscheiden, weil es so viele liebe Hundenamen gibt. Der hat die Chipnummer hinten 508 und das ist der Amadeus. Und mein erstgeborener Sohn heißt auch Wolfgang Amadeus, also der ist wieder ganz besonders mir ans Herz gewachsen. Das kleine Schatzelein da ist die Luna, die hat die Chipnummer 461, das haben wir jetzt ohne Kamera abgelesen. Das ist auch eine ganz putzige, goldige und die ist ganz ganz weich und wuschelig zum Angreifen. Die Hunde sind ja alle klasse, weil sie nicht haarend sind, für Allergiker geeignet und dass die goldig sind, ist sowieso klar. Ich glaube, das brauche ich nicht extra dazu sagen. Oh, Schokogras, bald ist unser Video aus, weil da habe ich jetzt die letzte Hündin im Wurf. Die hat die Chipnummer 545, also die Endnummer, ist eine sehr schöne Hündin, ein bisschen kräftiger wie die Schwester, was ich zuvor hergezeigt habe. Und bei der ist es auch so, dass sie die neuen Besitzer noch nicht für einen Namen entschließen haben können. Bitte überlegt euch was, schickt es uns, weil demnächst werden die Ahnenpässe für die Tiere ausgestellt und wenn kein Namensvorschlag von den Besitzern kommt, dann machen wir das entweder im Vereinsbüro oder die Züchterin gibt einen Namen an. Und es wäre ja schade drum, wenn man jetzt die Gelegenheit hätte, seinen Wunschnamen auch tatsächlich in die Tierdokumente eintragen zu lassen. Jetzt sind wir soweit durch mit unserer kleinen Hundepräsentation und wir möchten euch alle ein gutes neues Jahr wünschen, weil das ist jetzt unser Neujahrsvideo. Und da sagen wir tschüss, haltet euch eine Vorsätze ein und passt gut auf die kleinen Hundzi auf. Baba, bis zum nächsten Mal.